Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch The Long Dark. Willkommen zurück hier bei The Long Dark. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir können mal schauen, wo wir gerade stehen. Ich nehme erstmal einen Schluck aus der Pulle. So. Wir stehen bei 61 überlebten Tagen, 22% der Welt gesehen. Ganz cool. So, das erste, was ich mache, ich schau mal, was ich hier aussortieren kann. Das zum Beispiel. Das in Ordnung. Okay. So, 5 Liter Wasser. Eine Menge Nahrungsmittel hier. Dann haben wir das. Die 53er Laterne tun wir mal rüber. Und wir haben das Metallschrott. Okay, fein. So. Okay, fein. Nächster Schritt ist, ich würde gern überlegen, wir haben hier einen Topf am Mann, ja. Ich würde gern rübergehen in die Kirche, denn der Grund, warum ich ursprünglich hierher gekommen bin, ist ja, muss ich mal schauen. Dass ich Streichhölzer gesucht habe. Die habe ich gefunden. Bei dem Wind wird wahrscheinlich die normale Fackel nicht reichen. Und deshalb gibt es im Moment nicht so viele Gründe, hier zu verweilen. Ich habe ja im Rätselseegebiet noch einiges zu tun. Deshalb glaube ich, es macht mehr Sinn, dahin wieder zurückzukehren. Boah, das ist natürlich brutal. Ich werde mal ein bisschen Tempo machen. Hier gibt es ein Seil, okay. Oh, das wird schlimmer, glaube ich. Zu kalt für dieses Sink. Ja, dann werde ich wahrscheinlich erstmal zurück in irgendeine Hütte. Was bietet sich denn da an?
Ah, hier ist mein Pfeil. Die ist zu. Aber die ist auf. Okay. So. Können wir mal ein bisschen uns von dem Zeug holen. Dann. Oh, lucky day. Oh ja. This will come in handy. 44, na gut. Perfect. Oh, wie viel haben wir davon? 500. I'm not sure I can carry much more. Also 500 ist da, dann nehmen wir gleich. Lindert ein wenig meinen Energieverlust. So. Wenn das könnte man mal auseinandernehmen. Leuchten das Ganze mal kurz aus. I'm starving. Genau. Sehr, sehr gut. So, hier scheint nichts in den Ecken zu liegen. I wonder if I can drop any of this gear. So. I need to find food. Okay, wie am besten, was haben wir denn zu essen dabei? Wir haben das und das. Das bringt mich durch die Nacht. Okay, fein, dann könnte ich Folgendes machen. Ich kann mal hier ein paar Verbesserungen ausführen. So, mein Nähzeug muss ich im Auge behalten. Das wird nicht mehr lange halten. Die anderen sind alle top. Das jetzt bei 40.
Und dann hätte ich noch einmal Angelzeug, okay. Gut, was man auch im Dunkeln machen kann, ist ein bisschen schärfen. Dann machen wir einfach weiter. So, der Wettstein ist durch. Dann können wir den mal hier entsorgen. Nächste. Ein paar klein machen. So, gibt es noch etwas, was ich tun kann? Kann ich zum Beispiel so einen Stuhl zerlegen? Wahrscheinlich muss es so ein Schemel sein. Beziehungsweise müssen halt kaputt sein. Ja, da lohnt es sich dann nochmal mit dem Hammer wiederzukommen, denn hier wäre mir mein Beil zu schade. Okay. Schauen wir nochmal hier. Aber wirklich nichts übersehen. Okay, so, dann. Gucken wir nochmal ins Inventar. Wir haben 13 Streichhölzer, damit bin ich zufrieden. Das Brikett brennt sehr lange. Achso, gibt nicht viel Wärme. Okay, ich hätte gedacht, dass das lange hält, aber habe ich mich wahrscheinlich geirrt. So, die sind alle in gutem Zustand. Die kann man nochmal auffüllen. So. Einfacher Pfeil. Fünfmal das. So. Craften wird nichts sein, oder? Ach so, ich habe noch die Eicheln und die müssten zubereitet werden. Okay, mache ich das doch. So, Zunderbündel. Eine 100% Fackel ist natürlich eine feine Sache. Alles überlege ich mir später. So.
Okay, die müssen dann noch gemahlen werden quasi. Oh, die halten nicht mehr lange, die Schmerztabletten. Aber in Ordnung. Ja, die Säge muss auch irgendwann repariert werden. Okay, dann würde ich sagen, wir ruhen. Essen. Gut, und wenn wir 7 Stunden schlafen wollen, wie viel brauchen wir dafür? 472. Okay. I'd eat snow if the hypothermia wouldn't kill me. Okay, ganz cool. So, ich denke hier Think about his food. nehmen wir ein bisschen Wasser. Und dann machen wir uns vom Hof. So, gibt's hier was für uns? Kofferraum ist verschlossen, muss man vorsichtig sein. So. Irgendwas raschelt hier da. Falsche Seite. Okay, dann nochmal zum Haus der Mutter. Vormittag, okay. So, also. Ja, eine zweite Packung Streichhölzer wäre mir als Fund sehr recht.
So, dann waren wir ja hier schon drin. Können aber trotzdem noch mal kurz schauen. So, hier gibt es auch noch Stoff. Hier könnte man noch Holz den Händen bekommen. Ach nee, muss ich auch klein machen. Also mit der Axt ist ja ein Ding. Ich dachte, diese umgestürzten Schüler. Hier zum Beispiel. Ja, den kann ich mit der Hand auseinandernehmen. Okay, fein. So, jetzt interessiert mich Lupe, keine Chance. Schade. Gut, dann laden wir erstmal unser Zeug ab. Da wären das und das. Wir haben einen getrockneten Darm, das heißt, wir könnten uns an der Werkbank zumindest Angelhaken machen. So, wie sieht's mit dem Stuhl aus? Okay. Hier den Schäbel kann man aber mit der Hand zerlegen, okay. So. Ja, an der Wettersituation hat sich nicht viel geändert. Dann schauen wir mal hier, haben wir noch irgendwas vergessen? Okay, sollte man vorsichtig sein, wenn man schon einen Wolf hört.
Sehr gut. 44 ist immer ein bisschen heikel. Aber ich glaube, bei diesem Trockenzeug. Passiert nicht viel. So. Ja, das ist auf jeden Fall willkommen. Ja, ich schaue mich hier wirklich immer wieder um, denn ich will nicht erleben, dass plötzlich so ein Wolf direkt in der Ecke steht. So, was gibt es hier Feines? Karton nutzt uns nicht viel. Ist das schon alles gewesen? So, ich gehe deshalb in die Hocke, weil sollte draußen ein Wolf patrouillieren. Oh. Eine bessere Chance, nicht gesehen zu werden. Nutzen wir den Tag. Wir könnten Streichholz nutzen, aber wir sind von der Lebensenergie nicht so angeschlagen. Wir haben ja außerdem hier was. 13% ist allerdings wirklich sehr wenig. So. This pack is getting kind of heavy. Gehen wir hoch. Okay, und dann können wir Folgendes machen. Wir schauen mal, wo eigentlich unser Rucksack ist. Auch bei, nicht Rucksack, sondern Schlafsack. Der ist auch bei 96. Die Hose. Ja, kann man auseinandernehmen. Und ansonsten ist, glaube ich, alles in Ordnung.
Eine Menge Stoff. Das ist auf jeden Fall gut. Stoff und Metall werden wir nach Hause bringen. Gut, dann denke ich, wir warten. Trinken. Schauen wir nochmal. Wir wollen, ich würde sagen, 7 Stunden schlafen. 472. Okay, das sollte lang. So, und wenn jetzt das Wetter gut ist, würde ich sagen, gehen wir in Richtung Kirche. Ja, Lagerkollerrisiko. War klar, dass das früher oder später kommt. I'm starving. Ja, die können wir mal behalten. Ein Buch zum Feuer machen. Ich nehme jetzt das mal vorsichtshalber mit. Dann ja. Okay. Gut. Wir brauchen ja noch die Pfanne, wenn wir hier uns mit dem Mehl was zubereiten wollen. Wie sieht's aus draußen? Was sagen die Wölfe? Oh, da sehe ich schon einen. I wonder if I can drop any of this gear. Schauen, ob ich um den rumlaufen kann. Ich habe bestimmt irgendwas an mir. Nee. Habe ich nicht und war trotzdem hinter mir her.
schnell weg. Komisch. Hätte ich nicht gedacht. Keine Ahnung, warum ich so anziehend auf ihn wirke. Da gibt's Wild. Ah, ich bin nicht sicher, ob das klappt mit dem Wind hier. Sind ja recht zutraulich, ja. Sieht nicht danach aus, wie ich das Feuer hier gegen ihn mitbehalten kann. Ich versuch's. Ist ja so, wenn man schon eine Fackel am Brennen hat, dann wäre es auch toll, wenn man sie wirklich nutzt. Oh, es wird immer windiger. Ah, hat geklappt. Ich hoffe, es klappt mit dem Buch jetzt hier. Come on, little fire. Dann Pfanne platzieren. Was können wir machen? Wir können Hagebuttenkuchen machen. Wir können einfache Fladen machen. Hagebutten gibt Kopfschmerzen. Okay, aber verbessert. Verhindert die Erschöpfung. Ich mach mal das. So, 1 Stunde 36. Ja, die Frage ist, ob ich mir draußen so ein Snow Shelter baue. Achso, wir sollten unbedingt eine Fackel noch rausnehmen. Neunzehn Minuten zum Garpunkt. Und ich glaube, das ist hier auch eine Art Tümpel gibt. Vielleicht könnte man hier sogar fischen.
Schade, ich hätte gedacht, dass es in der, oder gehofft zumindest, dass es in der Kirche Streichhölzer gibt. So, 29,5 Minuten. Was macht man jetzt noch damit? Ich denke... Lagerkollerrisiko, genau. Wir haben Sticks und wir haben das. So, mich interessiert mal, ob man hier angeln könnte, theoretisch. Zum Beispiel hier. Offenbar nicht. Das ist alles wahrscheinlich zu fest. Oh. So, aber schnell zurück. So, ich hoffe, das Feuer brennt noch. Dann hauen wir einfach ein paar Bücher rein, würde ich sagen. Minuten. Ja, das klappt. Okay, fein. Dann 24. So, dann sag ich 1 Liter und 1 Liter. Gut, dann bauen wir draußen die Schneehütte. Hier geht wahrscheinlich nicht. Hier geht. Oh, das kam zu einem Preis.
freezing. Wenn wir einfach Zeit draußen verbringen und hoffentlich das Lagerkoller-Risiko abschütteln. It's dusk, so night can't be far behind. Dann zurück. Dann können wir hier ein bisschen ausruhen. St. Christopher Kirche. Okay. So. I'm not sure I can carry much more. Gut. Das können wir noch auseinandernehmen, das Ding. Wir haben 379. Hm. Esse ich das? Trinke und dann müsste das eigentlich klappen. Ja. So. Okay, wir haben kaum noch was zu essen. Also damit meine ich kaum noch was im Magen. Wir könnten uns hier bei einem Plan bedienen. Ich denke, ich mach das mal. So, und was ist der Plan? Ich würde gern zu dem kleinen Trailer gehen, um zu checken, ob es da noch was Gutes für mich gibt. Ich glaube, wir warten ruhig noch einen Moment. So. Okay, ich meine, dass wir hier alles Wichtige gesehen haben. Den Mülleimer, also diesen Metalleimer, könnte man noch auseinandernehmen. Ich muss bloß auf meine Säge ein bisschen achten. So. Wir schleppen jetzt bestimmt Unmengen an Krempel mit uns rum. Lagerkoller-Risiko ist bei 88%. Okay, dann muss ich nochmal meine Pläne ändern. Ist es denn warm genug? Für meine Schneehütte. Ja, es tut mir leid. Okay. Bei 36, das ist zu heikel.
da fällt die Temperatur. Jetzt steigt sie aber wieder. Ne, fällt wieder. Oh. Okay, müssen wir uns kurz aufwärmen. Oh, so, der Wind scheint klar nachzulassen. Ich glaube, 10 brauchen wir. Oder so in dem Rahmen 6 bis 10. Gut, also damit kommen wir zumindest durch diese Nacht. Dann schauen wir uns gleich nochmal an, wie es aussieht mit dem Lagerkollerrisiko. So, schnell zurück. Okay, wir haben 9. Dann wollte ich mal schauen, Lagerkollerrisiko ist bei 40. Okay. Dann bleiben wir so lange, wie wir können, draußen. Feels like night is coming. In der Tat. So, jetzt muss man vorsichtig sein beim Rausgehen. Dann wirklich direkt hier in der Kirche irgendwo. So. Hier ist das Bett. Irgendwo. Gut, dann. Jetzt haben wir 300, jetzt haben wir 450. So müsste man gut klarkommen, glaube ich. So, wir sind bei 8%. Brauchen wir wahrscheinlich nochmal einen Tag. Wobei ich denke, dann geht man besser weiter.
Ah, das wird hier zu kalt sein. Drin was Nützliches tun. Sind wir denn eigentlich bei unseren Kochskills immer noch mitten im vierten Level? So, wir haben noch fünf davon. So wie sich der Sturm anhört, hat es keinen Sinn, in die Schneehütte zu gehen. Jetzt aber. So, dann kann ich nochmal schauen. Mach nochmal die Rohrkolben-Session. Stehen da auch noch welche? Ja. So, hier könnte man Kaninchen jagen. Kostet mich allerdings wieder ein Streichholz, die zuzubereiten. Okay, der ist durch. Bisschen gefährlich hier mit dem Hasen. Zu kurz. Sink.
Okay, also wir bereiten das zu wahrscheinlich. Ich hoffe, das klappt jetzt so, wie ich mir das denke. Wie viel? Ja, da haben wir einiges, okay. So, ich glaube, jetzt haben wir den Lagerkoller-Risiko, also das Risiko einigermaßen in Schach. Ist immer noch bei 14%. Wahnsinn. Gut, dann mache ich mal Folgendes. Ich hoffe, dass ich bis zur Hütte komme. Also bis zur. Oh mein Gott, genau das, genau das. Okay. Es war eine typische Situation. Ich wusste, es gibt Wölfe in der Nähe und ich gehe trotzdem mit dem Zeug zur Kirche. Okay, Leute. Ja, schauen wir rein. Also, überlebte Tage 64, erkundete Welt 24. Das ist natürlich noch nicht viel. Da hätte man deutlich mehr rausholen können. Und das war auch ein Risiko, was man nicht hätte eingehen müssen. Ich hatte ja die Fackel in der Hand. Ich dachte, ich schaff's noch, die Fackel anzuzünden. Aber ja, gut. Was gibt's noch Feines? Es gibt wahnsinnig viele verbrauchte Kalorien hier. 134.707. Unglaublich. Und ein Tagesdurchschnitt von 2.104. Das ist nicht schlecht. Was haben wir noch? Wir haben Stunden draußen. 453. Das ist auch ganz ordentlich. So, und dann interessant finde ich ja immer noch das mit den Verteilungen. Also ich war am Rätselsee 49 Tage, im idyllischen Tal 4 Tage, am Wolfsberg 1 Tag, im trostlosen Marschland 3 Tage, in der Gebirgsstadt 7 Tage. Ja, das war so die Verteilung. Dann wollte ich nochmal schauen. Bären haben wir erstmal, haben wir nur einen erlegt. Und Wölfe haben wir zwei erlegt. Ja, ist auch noch nicht doll. So. 47 Schneestürme immerhin. Ja. Wie ist das Ganze zu bewerten? Also ich ziehe folgendes Resümee. Diese neuen Features sind klasse, gefallen mir gut. Sowohl das mit dem Kochen als auch die neuen Tiere, also die Schneehühner. Pflanzen gefällt mir alles gut. War für mich eine ziemlich steile Lernkurve, denn ich kannte mich ja mit den Dingern überhaupt nicht aus. Und da muss man natürlich sich jetzt erstmal einfuchsen. Zum Beispiel, man kocht hier diese Pastete und hat danach Kopfschmerzen. Okay, mit Kopfschmerzen kann man umgehen, aber plötzlich kann man danach nicht mehr so richtig schlafen. Also das sind alles Dinge, die finde ich ungewöhnlich und jetzt sind die Game-Mechaniken auch viel mehr ineinander verschachtelt. Also ich finde das schwierig zu durchschauen, wie es da eigentlich läuft. Aber ich freue mich auf die nächste Runde. Ich habe bestimmt Spaß daran, das alles weiter zu erkunden. Und ich denke, ich werde jetzt mal eine Extremrunde machen. Das war ja nur jetzt so die Kennenlernrunde für die neue Version. Finde ich auch gut. Und jetzt schauen wir mal, wie es in der Extremrunde läuft.
Da wären es dann wahrscheinlich keine 64 Tage, sondern vielleicht nur 15, 20. Aber ich bin gespannt, wie ich mich da schlage. Ich habe mich ja jetzt so ein bisschen eingefuchst hier in dieser neuen Version und würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei seid und auch kommentiert bzw. einen Daumen oben lasst. Das wäre toll. Ja, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.